Okay, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Beim letzten Mal, wow, sind wir in einen Vulkan reingegangen. Und wow, jetzt haben wir Sushi aufgestuft gerade eben und... Da war doch irgendwas. Da war ein Orden oder so. Ich glaube, das war Flammenschild, aber den brauche ich nicht. Ich habe nämlich schon Ice Power und der ist viel besser. Flammenschild ist eigentlich total unnötig, der Orden. Ich weiß nicht, wieso es den gibt. Ich meine, Eisschild gibt einem 2 Angriff mehr für Feuergegner und man wird halt immun gegen Feuergegner. Und hier muss man... Carry nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier richtig gegangen bin, aber... Wow. Aber ich werde jetzt einfach mal das hier machen. So. Und man muss jetzt hier einen Block rüberschieben. Dann muss man hier unten einen Block rüberschieben. Bau, 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 bau. Dann muss man hier diesen Block auch noch rüberschieben. Oh Mann, das geht ja... Hallo, den Block bitte. Das steht ja ewig. So, ja, ja, komm. Zack, zack. So, super. Und jetzt wird die Lava hier gestoppt. Ein Wunder, dass sie nicht oben drüber fließt. Nee, tut sie nicht. Okay, gut, super. Es kommt anscheinend immer noch Lava runter. Unten durch. Okay, dann gehen wir mal darüber. Mal gucken, was da drüben ist. Oh! So, jetzt hier, zack und... Oh, hier geht's weit. Da kommen wir mal tiefer rein. Ich hasse das, wenn es irgendwie immer so tiefer reingeht. Okay, ich glaube, hier müssen wir wieder die Blöcke so... ineinander rüberschieben. Und da hinten ist so ein komischer Block. Was macht denn der da? Ich weiß es nicht. Immer weiter. Immer weiter. So, zack. Und jetzt hier rüberspringen. Die sind wohl hässlich aus, die Blöcke. Ich weiß nicht, wieso die so hässlich sind. Oh, geht weg, Flammen. Ich brauche euch nicht. Ich habe genug Leben und XP. Ich brauche das nicht. Ich bin schon stark genug. Ich könnte schon Bowser besiegen. Oh, ich habe einen neuen Hammer. Yeah, jetzt kann ich diese Blöcke stören. Yeah, jetzt gehe ich voll ab. Wow, zack, du. Das geht voll schnell auf einmal. Ich weiß nicht wieso. Zack, zack. Und jetzt hier rüber schweben. Oh, Paracarry tut mir immer so leid. Oh, der Arm. So, jetzt können wir hier unten lang, oder? Ja, jetzt können wir hier. Jetzt können wir hier unten lang. Super. Toll. Oh, hier brauche ich Paracarry wieder. Komm, Paracarry. Schaffst das. Komm, ich glaube nicht. Oh mein Gott, was ist das? Ah, stirb. Ha. Okay, das ist ein Kampf, den man machen muss. Ja, das ist ein Kampf, den man machen muss. Okay, ich glaube, ich werde den hier ganz schnell machen mit hier das. Zack. So. Stirb bitte. Sehr, sehr nett. Ich glaube nicht, dass beide, dass alle drei sterben, ne? Naja. Ich glaube, so einen Kampf pro Episode kann man schon verkraften. Also, ja, ja, das geht schon. Oh mein Gott, nicht mal der ist gestorben. What the fuck? Wow. Oh, Glück. Sehr schön. Seht ihr? Nichts tun. Was? Nichts tun? Nein, ich wollte wechseln. Oh, und ich bin blöd. Nein! Oh mein Gott, ich sterbe. Ah! Nein, ich kann das Action kommen nicht mehr. Komm, gib mir mein Leben zurück. Was kann ich denn machen? Ich würde gern hier... Feuerblume, ja, wieso nicht? Ich glaube, das wird dem Feuergegner nichts machen, aber... Naja. Warum nicht? So, komm. Der ist tot und... Mit dem hier können wir den hier töten. Ich glaube, das macht er nicht, oder? So, auch 2 Schaden. Wow, sehr schön. Super stark. Und den habe ich abgewehrt. Haha. Wieso kriege ich ein Herzlein? Oh. Herzlein ist scheiße. Ich muss das ändern. Das gefällt mir nicht. So, du bist tot. Ich glaube, KP Plus wäre besser. Also, ja. Guckt euch das an. Das bringt mir nicht viel. Ich hätte lieber die 5 KP gerade jetzt. Dann hätte ich jetzt um die 17 oder so. Naja, ich werde jetzt das nicht ändern. Ich werde das erst beim nächsten Level ändern. So, komm, was ist hier drin? Ein Paradox. So, okay, super. Toll. Brauche ich nicht. Dann können wir hier wieder rüber. Und endlich weiter. Weiter am Level. So. Das war voll unnötig, jetzt da hin zu gehen. Das finde ich voll scheiße. Jetzt habe ich voll viel Zeit verloren. Oh Mann, ich bin schon voll im Rückstand hier. Ich hätte das Spiel schon lange abschließen sollen. Ich glaube, ich werde das jetzt so machen, dass ich Paper Mario einfach fertig spiele und dann erst wieder Donkey Kong 64, weil ich habe irgendwie nicht Lust auf Donkey Kong 64 und ich habe auch irgendwie nicht die Zeit dazu, jetzt noch Donkey Kong aufzunehmen. Also, ich habe auch nicht wirklich Lust auf das Level, das ich gerade drin bin. Und oh mein Gott, schon wieder so ein Power. Update-Kacke-Block. Ich glaube, wir müssen das Trampolin benutzen und dann von da aus irgendwie da zum Power-Block. Ich
glaube, ich muss mal... Ich wechsle mal auf... Boah, guckt euch das an. Ich wechsle mal Paracarry und... Susushi. So. Und hallo, alter Knabe, wie geht es dir? Was machst du hier? Meine vielbewährte Intuition sagt mir, dass uns große Entdecken bevorstehen. Blablabla, ja, halt die Klappe. So, wir gehen weiter. Wir brauchen nicht zu speichern, wir sind cool. Ja, ausgezeichnet, Mario. Lass uns keine Zeit verschwenden. Auf zu Ruhm und Ehre. Okay, tschüss. Wir sehen uns dann. Okay, hier muss ich abspringen. Ja, was ist los, Alter? Was? Es riecht nach Scherzen. Scherze, Alter, Junge. Mach Platz. Tschüss. Was? Oh mein Gott, das ist so blöd. Tschüss. Ja! Wow! Der Effekt der Schrift, ich finde den cool. So. Okay. So. Circa. Ja. Was so hell ist an der Wand. So, super. Okay, einer der Freunde. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich nehme. Ich nehme Wombat da, die ist am besten. Ich finde die cool. Naja, komm. Ist eigentlich nicht so wichtig, also ich weiß nicht. Also. Ja, komm. Oh, hallo, Colorado. Wie geht es dir? Oh, alles in Ordnung. Blablabla, mein Kreuz. So, sehr schön. Ich weiß nicht, wie soll ich immer die Leute anrede, wenn ich eh nicht lese, was die sagen. Das ist echt dumm. So, komm, du gehst da hoch und... Ah, den Flammenschildorden habe ich schon gesehen. Ist in Ordnung. Den brauche ich nicht. Den will ich nicht. Dass der mir immer zeigen muss. So, komm. Nicht runterspringen. So. Oh, wie die Bombette sich ranhält. Mit was denn? Die hat dann nicht mal Hände. So. Weiter geht's. Oh, what? Hier gibt's einen Trick. Kann man ein Buch rausnehmen und sich unsichtbar machen. Die meisten werden jetzt davonrennen, aber ich bin zu faul dazu und... Seht ihr? Das war voll gut. Voll die gute Strategie. Und ich nehme wieder Sushi raus. Einfach so. Aus Prinzip. Und darüber springen. Ja, oh mein Gott. Okay, ich glaube, es geht nicht mehr so lange, bis wir hier fertig sind. Im nächsten Part sollten wir den Gegner schon haben. Oh mein Gott. Ja, wie gesagt, ich würde sagen, im nächsten Part werden wir hier schon den Bossgegner sehen. Also, dieses Kapitel ist nicht so lange. Das, der Hauptteil des Kapitels... Oh, toll. Der Hauptteil des Kapitels ist halt einfach hier der Dschungel und so. Also, oh Mann, ey, das wird jetzt schneller. Ich will gar nicht... Ich will gar nicht gegen dich kämpfen, du blöde Flammen. Dreh Dings hier, Flammenrad. Und bald ist... Ja, es ist besiegt. Oh, sammeln wir gleich die Münzen wieder nicht. So, das reicht. Es waren genug Münzen. Ich bin eh schon reich. Mal gucken. Ja, seht ihr, ich habe schon fast 300 Münzen. Ich find's voll gut, weil Spiele sind jetzt billiger geworden, wegen diesem Euro-Bond oder sowas. Also jedenfalls in der Schweiz, die sind jetzt nur noch so um die 80 Franken so. Vorher waren die 100. Also da spart man 20 Franken und das rede ich einfach in den Kampf rein. Oh Mann, ich fliehe einfach. So, komm. Kein Bock auf die Gegner, ich fliehe! Ich könnte den neuen, den neuen Angriff von Sushi zeigen. Aber habe ich keinen Bock zu. So. Oh Mann, ey. Jetzt müssen wir. Ja, Mario. Oh, warte einen Moment. Sehr gut. Schnauf, schnauf. Nach dem Stand meiner bisherigen. Und dann halt die Klappe. Wir müssen hier diesen Block jetzt hier rüber schieben. Schieben. Und dann. Oh mein Gott, das geht ewig. Oh Mann, ey. Leute. Mein Leben, es wird vergeudet durch sowas. Ich könnte Besseres tun. Ich könnte lernen oder sowas. Aber nee, ich mache lieber sowas hier. Ja, ja, für euch, für eure Unterhaltung. Ihr müsst das schon schätzen, das ist wichtig. Oh Mann, ey. Oh, endlich, Alter. So, jetzt zack, zack. Oh, die ganzen Blöcke hier. Zack, 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 zack. Und zuerst mal ein Buch auswählen. Und zack und... Ja, ja, mach hier na. Tschüss. Und, ja, ja. Und, oh, klar, der wird umgerannt. Sehr schön. Boom, oh, der ganze Mann kaputt. So, Colorado, wie geht's hier? Der kriegt nur auf die Fresse hier. Das war knapp, alter Junge. Oh mein Gott, mein Panzer. Zum Glück hat er einen Panzer, ne? So, wieder Sushi raus. Rein aus Prinzip. Können wir eh gleich wieder wechseln, wenn hier irgendwas mit Paracarry oder sowas kommt. Oh mein Gott, was rennst du so schnell? Wow, er ist ganz nah. Mein Schatzsuchinstinkt, das Spiel ist schon völlig verrückt. Meine Intuition sagt mir, hier drüben. Oh ja, ist ja klar. Okay, hier ist ein Speicherblock. Ah, ein Speicherblock, ein Lebenblock. Was ist hier unten? Hier ist ein okay. Ja, ich möchte erst mal gucken, was hier mit Colorado, wo der ist. Colorado, wo bist du? Mal hier rüber.
So. Hier ist ein Block. Oh, ein Superpilz. Den kann ich gut gebrauchen. Also, Sirup brauche ich eigentlich nicht so, aber ja. Okay, kann ich gut brauchen. Okay, was ist hier? Gar nichts. Oh, wie? Da scheint nichts zu sein. Nun denn, selbst meine hochsensible Intuition kann sich manchmal irren. Aber ich gebe nicht auf. Lass uns einen anderen Weg nehmen. Vielleicht befindet sich der Schatz noch etwas tiefer im Vulkan. Okay. Wir gehen ja noch ein bisschen tiefer im Vulkan, da wo der Speicherblock war, weil eigentlich ist das der Weg, den man gehen soll. Aber ich wollte nur hier zeigen, hier die zwei Items und so, und voll cool. Und ich würde sagen, das hier reicht für einen Part, und beim nächsten Mal werden wir dann hier weitergehen. Mal gucken, was uns da erwartet. Also, danke schon, bis zum nächsten Mal. Tschüss.